Die galvanische Oberflächenvergütung wird vielseitig und in großem Umfang angewendet. Dieses elektrochemische Verfahren kann vielen Forderungen angepasst werden. Die Gebrauchseigenschaften der Überzüge werden entscheidend durch ihren inneren Aufbau bestimmt. Das Gefüge entwickelt sich aus den Kristallisationsvorgängen. Damit lässt es sich durch die Abscheidungsbedingungen beeinflussen. Die Orientierung der Kristallite ist hier ein wichtiger Gesichtspunkt. Die Auflage mit einer Würfelfläche ergibt zum Beispiel eine 1-0-0-Orientierung. Mit jeder dieser Oberflächennetzebenen des geordneten Kristalls kann die Abscheidung beginnen. Auf einer dichtgepackten 1-1-1-Netzebene wächst ein Kristall mit einer 1-1-1-Orientierung. In der Draufsicht wird das Bild durch die dreizählige Symmetrie geprägt. Jetzt werden die rot gekennzeichneten Atome der 1-0-0-Netzebene betrachtet. Entsteht primär eine Netzebene mit dieser quadratischen Anordnung, so entwickelt sich daraus ein nach 1-0-0 orientierter Kristall. Die vierzählige Würfelfläche bestimmt das äußere Bild. Ebenso kann die gelb gekennzeichnete 1-1-0-Netzebene das Wachstum einleiten. Während des Wachstums ändert der Kristall seine Gestalt, nicht aber seine Orientierung. Es ist also entscheidend, welche Netzebene primär angelegt worden ist. Bevorzugt dürfte diejenige Netzebene sein, für deren Anlage als Flächenkeim die geringste Aktivierungsenergie notwendig ist. Diese hängt in unterschiedlicher Weise von der Überspannung ab. Im Bereich niedriger Überspannungen erscheint nur die 1-1-1-Orientierung. In einem folgenden Intervall dominiert die 1-0-0-Auflage, gefolgt von der 1-1-0-Orientierung. Mit weiter steigender Überspannung werden nacheinander weitere Orientierungen möglich. Diese Rangfolge gilt für kubisch flächenzentrierte Metalle. Im Experiment entstehen normalerweise mehrere Keime gleichzeitig. Um sie zu differenzieren, bedient man sich folgender Technik. Ein Kathodengrundpotential genügt für das Wachstum. Die Keimbildung wird erst durch einen Überspannungsimpuls eingeleitet. Seine Höhe entscheidet, ob Keime einer bestimmten Orientierung entstehen. Wie viele es sind, folgt aus der Impulsdauer. Durch Kürzen der Impulse kann man die Keimdichte verringern. Sind schließlich die Bedingungen für die Erzeugung von Einzelkeimen ermittelt, kann anschließend die Abhängigkeit von der Überspannung geprüft werden. Jeder Orientierung lässt sich so ein bestimmter Überspannungsbereich zuordnen. Für geringe Überspannungen sagt die Theorie eine 1-1-1-Orientierung voraus. Das Experiment bestätigt es. Die Impulsamplitude wird erhöht. Eine 1-0-0-Orientierung sollte jetzt erwartet werden. Wiederum gibt das Experiment die Bestätigung. Man erkennt deutlich die quadratische 1-0-0-Fläche, die parallel zur Elektrodenoberfläche orientiert ist.
Im anschließenden Spannungsintervall wird die 1-1-0-Orientierung möglich. Auch sie wird im Experiment beobachtet. Bei weiter erhöhter Überspannung kann die 1-1-3-Auflage erscheinen. Auch hier ist die erwartete Orientierung erkennbar. Bei hoher Überspannung schließlich tritt auch die 2-1-0-Orientierung auf. Das Experiment gestattet es, die einzelnen Effekte auf diese Weise zu isolieren und aus der Theorie praktische Hinweise abzuleiten. Der Orientierungswechsel ist jedoch nicht die einzige Auswirkung erhöhter Überspannung. Unter anderem können auch Zwillingskristalle und Dendriten entstehen. Im technischen Realfall überlagern sich viele Effekte und es gelten statistische Aussagen. Die Theorie der Vorzugsorientierung gibt wesentliche Hinweise für gezielte Maßnahmen in der Technologie.